Ich finde diese Band einfach so geil. Ich mag den neuen Style auch. Genau, es ist nämlich Liar, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, oder Lier, Liar, ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird, von Ecru, genau, die Jungs aus meiner Heimatstadt. Das Ding ist zwar schon am 9.4. rausgekommen, aber die haben heute ihre EP gedroppt, nämlich Wherever You Are, habe ich mir heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück, stimmt nicht, auf dem Weg zur Arbeit und später zu Hause noch, habe ich die ein paar Mal durchgehört, ist richtig geil geworden, finde ich super. Also die Jungs sind ein bisschen ruhiger geworden, also nicht mehr so mega Hardcore-mäßig, aber ja, ich habe ja ein Reaction-Video schon mit denen zusammen gemacht, also wo die auch mit dabei waren, mitgeredet haben, Patrick Core bei dem Song, also da haben die ja auch ein bisschen über die EP geredet, wie das alles entstanden ist und so. Let's go. You were entrusted with all my malefactions. We kept it secret to brighten up our heavens. I gave you hell, but you gave me protection. I fold your arms until I could trust myself. Until I could trust myself again. My plate is broken, go tear me open. Rip up my soul and search it for devotion. I was a soul place, causing a soulless. Don't trust me. I know that I'll betray you to love. I let you in. Busted, I ran off with my crutches. I was abducted from the role I obstructed. They called it justice, but that is what I'm missing. Exposing myself, I had to make it listen. So that I could trust myself again. Could trust myself. No sympathy or understanding for the demons in my soul. To control my Ich finde diese Band einfach so geil. Ich mag den neuen Style auch mega. Also so, dass sie ein bisschen ruhiger geworden sind. Der Gesang von Andy, einfach saugeil. Also das ist einfach ein super Sänger. Ich habe die Jungs auch schon 13 Mal live gesehen. Also, oder? 13 Mal? Stimmt das? Nee, 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 warte, warte. Ich könnte es nachgucken. Aber 10 Mal oder so habe ich die schon live gesehen. Also, oder 9, irgendwie auf jeden Fall oft, sagen wir so. Und live auch immer ultra geil. Ich vermisse es auch einfach, die Jungs live zu sehen so und überhaupt mal wieder in Person zu sehen. Das sind auf jeden Fall tolle Menschen. Und schaut euch auch gerne das Reaction-Video an, wo ich wo ich Dennis und Henne aus der Band dabei hatte. Es ist auch geil geworden. Und ja, ey, der Song beweist einfach nochmal mehr, wie geil deren Mucke einfach ist, finde ich so. Also ich finde es saugeil. Hat eine saugeile Atmosphäre. Ich mag atmosphärische Musik einfach, die irgendwie so eine Sphäre mitbringt, auf irgendeine Art und Weise. Und Ecru kann das auf jeden Fall. Und vor allem jetzt mit den Sachen, die ein bisschen softer geworden sind. Wir hören jetzt den Song weiter. Ich finde, das ist ein abnormal geiler Track. Die EP ist abnormal geil. Let's go. Atmosphäre, Leute, genießt das einfach. I always said I
nice, einfach nice. Schönes Ding. Einfach ein schönes Ding. Ey, ich liebe die Jungs. Ohne Spaß. Like habe ich schon da gelassen. Abonniert habe ich den Channel auch schon. Macht das auch. Checkt die aus. Ganz wichtig. Hier sind die Links, Leute. Hier sind die Links. Also für alle Leute, die bei YouTube dabei sind, unbedingt auschecken. In der Videobeschreibung ist der Link zu dem Video. Und da sind natürlich dann auch bei denen die Links zu Instagram, Spotify, Facebook. Unbedingt auschecken, weil einfach unglaubliche Ehrenleute. Ecru, einfach tolle Menschen, tolle Musik. Ich sag's immer wieder, wenn ich auf die reagiere. Und ich kann's nicht oft genug sagen, weil es ist einfach wahr. Und ich danke den Jungs dafür, dass sie so geile Mucke machen. Und ich muss sagen, die neue EP hat sich schon in mein Herz eingespielt und die ist heute erst rausgekommen. Aber ich habe sie schon diverse Male durchgehört. Und ja, Spieldauer 21 Minuten. Einfach ein geiles Ding geworden. Hört da bitte rein, Leute. Also, ich habe es auch schon auf Instagram geteilt und da hat mir auch schon einer geschrieben, der reingehört hat und hat gesagt, yo, finde ich übel geil. Also, nice Stimme und so. Also, Leute, hört einfach mal das ganze Ding durch. Die Jungs haben es verdient. Die sind noch nicht so groß, aber die haben es verdient, ein paar Streams zu kriegen. Und ein paar Leute, die sich das anhören, sich damit auseinandersetzen. Also, Leute, wenn ihr das seid, dann seid ihr abnormale Ehrenmänner. Und ja, ey, hat Spaß gemacht, da reinzuhören, weil ist einfach saugeile Mucke. Ich finde es saugeil, was die jetzt machen, dass es ein bisschen ruhiger, ein bisschen atmosphärischer geworden ist. Solche Mucke mag ich einfach. Also klar mag ich auch mal auf die Fresse Sachen, safe, aber meistens ist es dann eher sowas. Und das ist geil. Ist geil, hat einfach was. Und ja, Leute, Liebe geht raus an die Jungs von Ecru, so wie immer. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwie irgendwie bald mal wiedersehen können. Bei einem Konzert oder vielleicht mal in Person oder so. I don't know. Ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das geht an die Leute auf YouTube. Ja, check die auf jeden Fall aus. Daumen nach oben, Abo da lassen, so. Also für die Leute auf YouTube. Skrrr!